Ihr Lieben, heute wollte ich mit euch einen Fotobaum machen. Und zwar ist das im Prinzip ein kleiner süßer Drahtbaum mit einer Halterung für Fotos. Na, das ist relativ simpel. Ihr könnt dann hier quasi so euer Foto reintun. Und ich dachte mir so, als kleine Deko-Idee für zu Hause oder zum Verschenken ist das halt eine ganz tolle Sache. Und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Und zwar fangen wir mit dem Draht an. Ihr braucht dafür Aluminiumdraht, nehme ich hierfür. Und zwar sind das 0,8 mm. Den schneidet ihr euch zu auf 50 cm. Und das insgesamt 25 Mal. So. Und als nächstes brauchen wir noch Perlen. Ich nehme jetzt für den Baum, nehme ich jetzt 4 mm Rokallis Perlen. Ne? Das sind diese hier. Na, es gibt ja ganz viele verschiedene Töne. Und ich zeige euch dann jetzt gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar fangen wir mit den Ästen an. Na, bei den großen Perlen würde ich euch empfehlen, nehmt ihr 3 Stück pro Schlaufe. Wenn ihr das mit den kleinen macht, also die hier, das sind jetzt die 2 mm Perlen, ne, da nehmt ihr am besten 5 Stück. Ne. Aber ich wollte das gerne mit den großen machen. Ne, weil das nämlich auch nochmal ganz toll aussieht und habt auch mal direkt mal einen Vergleich, wie das ausschaut, wenn ihr verschiedene Größen benutzt. So, also ihr fädelt euch die hier wieder auf, fasst hier oben die Drähte zusammen und führt die Perlen hier nach unten. Macht euch dann hier eine Schlaufe, ne, also einmal hier so über Kreuz legen und dann wird das Ganze miteinander verdreht. Nur so. 2, 3 Mal. So würde das dann aussehen. Und dann schnappt ihr euch die nächsten 3 Perlen. Ich mache jetzt hier so einen kleinen Farbmix, weil ich das eigentlich immer sehr schön finde, wenn die Perlen so ein bisschen gemischt sind. Habe ich auch bei dem kleinen Blauen gemacht. Da haben wir dann verschiedene Blautöne. So. Dann macht ihr euch eine Schlaufe, legt die hier auch wieder über Kreuz und dann verdreht ihr das Ganze. So, jetzt geht's weiter. Jetzt verdreht ihr hier die Verbindungsstücke miteinander. Und jetzt gucken wir am Ende, welcher Draht länger ist. Und an dem arbeiten wir jetzt weiter. So. Und ihr könnt auch mit dem Draht da rumstochern, wenn ihr so eine Dose habt. Ne, das geht natürlich auch. So. Ich dachte mir, wie gesagt, ich nehme heute mal die großen. Hat den Vorteil, ne, wenn ihr mit euren Fingerchen nicht so ganz so parat kommt, ne, oder ihr die Kleinen nicht mögt, ist das einfacher. Und theoretisch könntet ihr das auch mit Kindern machen. Ne, weil ihr könnt hier halt mit den großen Perlen super packen. Ne, das macht dann vielleicht ganz gut Spaß den Kindern. Ne. So sieht das dann jetzt so aus. Und dann machen wir weiter. Wieder 3 Stück. Ich gucke dann immer hier, dass ich auch so ein bisschen Abwechslung reinbringe. Das heißt, ich arbeite jetzt auf der Seite weiter. So, wieder 3 Stück in verschiedenen Farbtönen. Das ist jetzt so ein großer, bunter Farbmix. So, wieder eine Schlaufe. Wieder das Ganze verdrehen. Ein paar Mal. Und dann hier die Verbindungsstücke auch wieder miteinander verdrehen. So. Wir machen das Design auch ganz, ganz einfach. Wir machen einfach pro Ast 5 Blütenblätter, beziehungsweise Blätter, wie ihr Ding auch immer nennen wollt, ist ja jetzt egal. So. Nochmal 3 Stück drauf. Obwohl, nee, die ist doof. Ist eine andere Farbe. Na, dieses Lachs oder whatever das ist. So, und einfach hier wieder so eine Schlaufe und wieder verdrehen. So. Und hier unten. So, damit ist der Zweig dann erstmal fertig. Und dann machen wir nochmal einen zweiten, weil es so schön war. Also, wie gesagt, ist ganz easy peasy. Ne? Immer diese 3 Perlen auffädeln. Und weil die so groß sind, ist das auch relativ einfach. Ne? Wie gesagt, nach unten führen die Perlen, Draht über Kreuz legen und miteinander verdrehen. Ich stelle das mal ein bisschen aus dem Bild, weil ich glaube, der Fokus mag das wieder nicht, ne? Kann
kann das sein. Ja, das wird so sein. So. Dann wieder 3 neue Perlen. So. So. Runterführen. Und wie gesagt, dann diese Schlaufe einfach mal machen. Und das Ganze verdrehen. Und hier könnt ihr auch die Länge quasi bestimmen der einzelnen Drahtstücke. Ne, umso größer die Schlaufe ist, umso größer sind halt diese Abzweigungen. Ne, die kann man schön groß machen oder ganz klein, wie man mag. Wie gesagt, dann guckt ihr im nächsten Schritt hier unten, welcher Draht ist länger. Da macht ihr die nächsten 3 Stück drauf. So, ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht wieder gegen die Kamera komme. Ne, habe ich ja so ein riesiges Talent für. Ne, ist mir letztens auch schon wieder passiert. Bin schon wieder dagegen gekommen. Die kleben aneinander. Ey, was ist das denn? Habe ich auch noch nicht gehabt. Die sind zusammengeklebt. Ah! Fies. Fies, fies. Egal. Ich habe ja noch genug. Die Sachen tue ich euch in der Infobox übrigens verlinken, ne, was für einen Draht ich benutzt habe. Und auch ein paar Perlen. Ne. Also nicht wundern, dass in Amazon-Links das sogenannte Affiliate-Links. Ne. Also ihr bezahlt da jetzt nicht mehr, wenn ihr darüber bestellt. Ne, das ist halt nur, dass wenn ihr darüber bestellt, dann bekomme ich ein bisschen was ab von dem Geld. Kennt ihr ja bestimmt auch von anderen YouTubern. Deswegen nicht wundern. So, nächster Zweig, wieder verdrehen, zack, und weiter geht's. Wo ist es am längsten? Da ist es am längsten, dann machen wir nochmal fertig, so. Super. Okay, so. Schlaufe und wieder verdrehen, so. Wie gesagt, das Design ist ganz einfach. Ja, damit es auch wirklich jeder relativ schnell und fix nacharbeiten kann. So, Dose zu, bevor die Perlen wegfliegen. Und jetzt geht's weiter. Also, ihr müsst insgesamt von dem pinkfarbenen oder rosa, wie auch immer, macht ihr insgesamt 7 Stück. Ja, die habe ich hier schon vorbereitet. Ja, kommt es daher, ihr zockelt. Also, rosa 7 Stück. Dann habe ich vorbereitet von den grünen insgesamt 6 Stück. Dann habe ich noch 5 von den braunen und 7 von dem weißen. Und daraus machen wir jetzt unseren Baum. Also, wir fangen an mit den pinken Ästen. So, legen wir das alles zur Seite. Also, wie gesagt, 7 pinke Äste. Und die teilen wir uns jetzt auf. Und zwar machen wir da jeweils... Halt, Moment. 2x2er-Pärchen und 1x1 3er-Pärchen. Also 3, 2, 2. Ja? Und jetzt geht ihr hin, macht den Draht so ein bisschen auseinander. Also hier. Jupp. Jupp. Dann ist es einfacher mit dem Verdrehen. Dann schiebt ihr euch die so aufeinander. Hier. Und jetzt könnt ihr hier hinten schön festhalten und euren Zweig zusammendrehen. So, das macht ein kleines Stückchen. Na, was ist das? Ein Zentimeterchen vielleicht? Wartet mal. Ich guck mal. Ja, knapper Zentimeter ist das jetzt. Also ihr könnt so sagen, so 3, 4, maximal 5 Mal verdrehen. Das reicht dann schon. Dasselbe machen wir dann mit den 2er-Pärchen. Ja, auch wieder hier übereinander legen und miteinander verdrehen. So. Die dürfen auch unterschiedlich lang sein, das ist nicht schlimm. So, hier auch nochmal aufeinander legen und miteinander verdrehen. Sup. Gut. Das ist jetzt quasi unser pinker Zweig.
So, und jetzt legen wir alle Teile aufeinander und verdrehen das auch nochmal miteinander. Das kann ich euch auch mal zeigen, noch mal in dem anderen Baum. Na, ich weiß nicht. Das könnt ihr hier auch erkennen. Hier haben wir quasi einen Zweig. Und da gehen dann die einzelnen Zweige von ab. So, wie gesagt, das ist jetzt unser pinker Buschel. Sag ich jetzt mal. So. Oh, jetzt machen wir weiter mit dem Grünen. Ja, das sind ja 6. Und da teilen wir uns das wie folgt auf. 3, 3. Also 3, 3. So, und das gleiche Spielchen nochmal auseinandernehmen. Ein bisschen. So. Und wieder miteinander verdrehen. Na, der Fokus ist heute eine Zicke. So. Nächstes Pärchen. Vernünftig ineinander schieben und miteinander verdrehen. So. Und jetzt die zwei Stückchen auch wieder miteinander verdrehen. So. Das sieht dann so aus. So, das lege ich mir auch zur Seite. Kommen wir dann jetzt zu den braunen. Da machen wir jetzt 5 Äste. Und da machen wir die Aufteilung ganz, ganz einfach. Ne? Da haben wir dann einmal eine Dreier-Variante und einmal eine Zweier-Variante. So. Auseinander. Drehen. Und dasselbe Spielchen auf dieser Seite. Ne, ihr seht auch, dass die auch alle ein bisschen unterschiedlich geformt sind. Ne? Ist also auch nicht so schlimm, wenn die nicht alle gleichmäßig aussehen. Sollen sie ja sowieso nicht. So. Jetzt muss ich mal aus dem Bild. Sorry. Ein Ast hat sich versteckt. So. Wieder miteinander verdrehen. So. Und auch die wieder miteinander schön verdrehen. So. So sieht das dann aus. Auch auf die Seite damit. Und dann kommen wir jetzt zu dem Weißen. Und da machen wir dementsprechend die Aufteilung mit, was hatte ich gesagt? Ach ja, genau. 2 Zweiern und einem Dreier wieder. Genau. Ne, ihr könnt die auch so zusammen machen. Aber ich finde es halt schöner, wenn die Zweige quasi ein bisschen auseinander sind. Ne? Also das ist meins, so was ich mag. Ne? Also theoretisch hättet ihr jetzt den ganzen Busch da zusammennehmen können auch. Geht auch. Aber das ist halt nicht so meins. Ne? Bin ich ja ehrlich. So, ich hätte gern einzelne Zweige. So. Deswegen machen wir das so. Ne? Und ihr seht schon, wir haben 4 verschiedene Farben. Also machen wir ein 4-Jahreszeiten-Design. Ihr könnt das natürlich auch einfarbig machen oder bunt. Na, das ist ja ganz euch überlassen. So, die 3 auch wieder übereinander. So. Und auch wieder miteinander verdrehen. So, das reicht schon. Na, also wie gesagt, so 3-4 Mal verdrehen, das reicht. Und jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenführen. Und zwar den weißen möchte ich gerne extra haben. Den lege ich mir nach unten quasi. Das heißt, ich nehme mir jetzt den pinken, den grünen und den braunen. So, lege das mir hier auch wieder so aufeinander. Ja, seht ihr? So. Und jetzt wird das Ganze schön festgehalten und miteinander verdreht. So. Das machen wir auf einer Länge von circa 1 Zentimeter, also hier, einen bis maximal 2. Das ist ein bisschen viel. So. Und jetzt kommt der Weiße mit rein, obwohl, nee, passt doch ganz gut, ne?
Und jetzt kommt der weiße mit rein. Einfach hier so mit rein. Seht ihr das? Also ihr habt eure Abzweigung von den anderen Ästen und jetzt kommt hier genau da rein in diese Kante der Weiße. Und das Ganze wird jetzt schön festgehalten und miteinander verdreht. So. Auf einer Länge von circa 2,5 bis 3,5 Zentimetern, also von hier aus gesehen, ne? Also von dieser Abzweigung. Ja. Gucken wir mal. Das sind jetzt 2,5. So, machen wir noch einen. So. Und dann sieht das Ganze grob so aus. So, jetzt könnt ihr euch die Wurzeln wieder aufteilen. Ja, ich mache ja immer 5. So. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, so ein bisschen mächtig da an der Stelle. So. Genau. So, und jetzt zeige ich euch das einmal an dem hier. Wird das Ganze miteinander verdrahtet. Ihr könnt das auch theoretisch, wenn ihr wollt, abzählen. Das mache ich aber nicht. Weil das einfach nur ein wildes Muster werden soll. So. Ich mache auch die Abzweigung dieses Mal nicht so extrem groß, klein. Ich mache jetzt wirklich nur ganz effe, einfache Abzweigungen. Na, also jetzt hier zum Beispiel machen wir jetzt hier 4 und da auch 4. Weil wir die gleich eh aufrollen zu kleinen Schnecken. Ne, damit wir das dieses Mal festkleben können. Ne? Also hier bis zum Ende dann quasi einfach durchdrehen. Ne, weil wir brauchen die Länge, damit wir hübsche Schneckchen machen können. So. So sieht das dann aus. So. Ihr könnt ja auch komplett bis zum Ende durchdrehen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. So, jetzt machen wir nochmal so eine Wurzel. So. So, dann machen wir jetzt mal hier. 1, 2, 3, 4. So, machen wir hier mal einen. So. Es geht auch relativ schnell, ne? Also, es ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, ich mache da jetzt kein großes Bohai. Mache jetzt einfach hier nochmal ein paar Abzweigungen rein. Und dann war es das. So. Jetzt müssen wir nur gucken mit dem Drehen. So. Hier nochmal aufdrehen. So. Und dann hier nochmal. Das wird dann kleine Schnecke. Kleine Schlaufe, sag ich schon. So. Ne? Also so dann würde das dann quasi aussehen. Und den Rest mache ich schnell ohne euch, ne? Dann braucht ihr nicht so lange warten. Bis gleich. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich fertig bin. Und jetzt mache ich mir einfach nur die Enden mal so ein bisschen gerade. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit meiner Schneidezange rein. Seitenschneider, mein Gott, Schneidezange, ist klar. Und mache jetzt hier die Enden quasi ein bisschen gerade. So. Ihr könnt auch theoretisch die Wurzel natürlich kürzen, aber da ich hier jetzt mehr diese Schnecken machen will, mache ich das jetzt nicht. Weil da brauche ich ja ein bisschen längere Dinger, also Wurzeln, Dinger, klar, damit ich auch solche Schnecken machen kann. Ne? Wie gesagt, ich kürze die jetzt einfach nur die Enden so ein bisschen, dass hier dieser ganze kleine Geschnösse weg ist. Auf Deutsch gesagt so. Dann schnappe ich mir eine Rundzange im Prinzip und gehe dann hier hin. Mal aus dem Weg schieben alles und mache jetzt hier zum Beispiel auf meinem Finger so diesen Kringel, so, und dann könnt ihr das eigentlich auch schon mit den Fingern aufwickeln, wenn ihr wollt. So, so sieht das dann aus. So, und warum ich das mache, ist ganz einfach. Ich werde den Baum jetzt wieder festkleben, das könnt ihr hier so sehen. Und dadurch, dass wir jetzt hier diese Kringel haben oder Schnecken oder wie man diese blöden Dinge auch immer nennt, habt ihr natürlich eine Klebefläche, ne? Ihr könnt die auch unten drunter machen und dann da festkleben. Das geht natürlich auch, ne? Aber ich fand das mit den Kringeln eigentlich ganz niedlich. Deswegen mache ich das so mit euch. So, jetzt machen wir, wie gesagt, erstmal die Kringelchen, ne? Und dann
drapieren wir uns das gleich schön auf der Holzplatte. Ich persönlich, ich mag halt wirklich gerne diese Holzplatten. Ihr könnt aber auch, wenn ihr was anderes habt, auch was anderes nehmen. Ne? Ihr könnt die natürlich auch, was weiß ich, wenn ihr Resin habt, ne, auf so eine Resin-Platte setzen. So geht natürlich auch, sieht auch sehr schön aus. So. Oder keine Ahnung, Porzellanschüssel oder, ne. Aber da ist man ja ganz frei, sage ich jetzt mal, in seiner Gestaltung, was man so für Ideen hat. Ne? Deswegen, das ist alles kein Ding. Ne? Oder er macht so einen Steingarten draus, habe ich auch schon gesehen. Ne? So, wie gesagt, machen wir uns hier die Kringelchen fertig. So. Also nicht wundern, dass ich die jetzt alle in eine Richtung mache. Das ist für mich fürs Arbeiten einfacher. Wenn ich sie quasi erstmal in eine Richtung drehe und dann später dann quasi rumdrehe. Also ich zeige euch das ja eh gleich, was ich meine. Sonst denkt ihr jetzt wahrscheinlich auch, hey, so was erzählt die da jetzt? Na, also es ist einfach nur quasi meine Arbeitsrichtung, ne? Mit dem Aufdrehen, dass ich das immer so aufdrehe. So. Wie gesagt, größere Kinder können das auch mitmachen. Na, ansonsten müsst ihr da ein bisschen helfen. Ja. Aber es ist halt auch eine schöne Geschenkidee. Beziehungsweise halt für zu Hause eine schöne Deko-Idee. Und die Fotogröße, also ich habe jetzt hier ja so eine kleine Karte gehabt. Ne? Das ist Visitenkartengröße. Ich weiß nicht, ob ihr das von der Schule auch kennt. Da machen die auch immer gerne so diese kleinen Fotos. Ne? Dafür sind die super gedacht. Ne? Halt diese Mini-Fotos nennen sich die, glaube ich, ne? Das ist so die, ich sag jetzt mal, ideale Größe, damit das Zusammenspiel schön aussieht, ne? Von Baum und Foto. Ich habe jetzt halt kein Foto genommen, ne? Weil das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. Ne? Ich bin so nicht so der Freund von große Fotos zeigen. Hi. Schon gar nicht von meinen Kindern. So. Fast fertig. So. Na, das ist jetzt hier so eine ganz kleine Schnee. Na, ist ja auch mal ganz niedlich. Wie gesagt, geht ja nur darum, dass wir eine Klebefläche haben. Na. Oder wie gesagt, ihr tackert es euch fest. Ist ja einerlei. Na. Könnt auch Heißkleber nehmen, theoretisch, aber ich bin kein Fan von Heißkleber. Ich verbrenne mir da immer die Pfoten. Ich habe da kein Talent für. Bin ich ehrlich. Fragt mich nicht, warum. Da bin ich talentfrei, was das angeht. So. So, die drehe ich mir mal so in die Richtung. Die mal so ein bisschen hier so hin. So, die zwei gefallen mir an der Stelle ganz gut. Na, ihr könnt die auch so ein bisschen übereinander lappen lassen. Oder hier so ein bisschen. Na, wie ihr halt mögt. Diese auch selber fallen, so in dem Sinne. Ne, so. Müsst ihr halt gucken, wie es euch persönlich gefällt. Und dann gehe ich halt nochmal hin mit der Rundzange und verbiege mir die nochmal so ein bisschen. Ne, damit die nicht ganz so langweilig aussehen, sage ich jetzt mal. Ne, einfach nur so hier so reingehen. Also hier so. Und dann einfach noch ein bisschen verdrehen. Kann man natürlich auch mit den Fingern machen, aber. Ja, nee. So, komm, was her. So. 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 Schon mal so ein bisschen hinstellen. Mal ein bisschen platt drücken auf dem Tisch schon mal so. Und jetzt geht's an den Baum. So. Huppala. Jetzt fällt er mir auch schon aus dem Finger. So, den biege ich mir auch so ein bisschen hier so hin. Deswegen nehme ich auch gerne den Aluminiumdraht, weil er sich so schön biegen lässt. So, dass wir hier so einen kleinen Knick drin haben, also hier so einen kleinen Knick quasi. Dann haben wir hier unseren einen Ast und hier haben wir die anderen. Die müsst ihr euch jetzt so ein bisschen auseinander, sag mal, friemeln. Und dann könnt ihr hier hingehen. Wenn ihr die auseinander gefriemelt habt ein bisschen, könnt ihr auch hier mit der Rundzange quasi reingehen und die auch nochmal so ein bisschen, Moment, ich schiebe das mal aus dem Bild, hier auch nochmal so ein bisschen quasi so
verdrehen. So. Dann sieht das auch ein bisschen anders nochmal aus. Also so. Nee. So quasi. Und dann hier so ein bisschen auseinanderpulen. Wie sich das anhört, auseinanderpulen. Na, also ich tue hier so ein bisschen rumbiegen. Na, ihr könnt auch die einzelnen Zweige hier so ein bisschen hoch und runter drücken. Dass es halt so ein bisschen buschig aussieht, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, mit dem Weiß sieht man das jetzt nicht ganz so schön. Ne? Machen wir hier so mit dem Grünen vielleicht. Vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Ja, also hier so ein bisschen auseinandernehmen. Und wenn ihr seht, dass hier so eine Lücke ist, ne, wie da, dann geht ihr einfach rein und verdreht das nochmal ein bisschen. Das kann durch das Aufwickeln schon mal passieren. Ist auch nicht weiter dramatisch. So. Erstmal schon mal so grob auseinanderpulen. Wie sich das anhört, auseinanderpulen, Mensch. So, und hier die Zweige könnt ihr auch theoretisch auch mit den Fingern verbiegen. Das geht natürlich auch, ne. So. Der soll ein bisschen weiter, also der soll jetzt so ein bisschen weiter nach unten. Und das so ein bisschen mehr so. So, jetzt mal so. Entschuldigung, da war ich nicht im Bild. Also so jetzt ungefähr so grob schon mal vorgeformt. Dann könnt ihr im Prinzip anfangen, das Ganze auf eure Holzplatte zu montieren. Also das ist hier so eine kleine Holzplatte. Und dann könnt ihr das hier drauf befestigen, wie ihr Lust habt. Aber ihr müsst halt gucken, dass ihr hier noch irgendwo Platz habt für die Fotoaufhängung. Na, also wenn hier nicht genug Platz ist, einfach die Wurzel ein bisschen zur Seite schieben. Wie gesagt, wir brauchen hier noch ein bisschen Platz gleich. Und jetzt machen wir unseren Fotoständer quasi. Dafür braucht ihr jetzt 2 mm Draht. Und den schneidet ihr euch zurecht auf 25 cm. So. Eine. Und dann gehen wir hin und knicken uns hier das eine Ende dann gleich mal um. Beziehungsweise werde ich das hier erstmal diese Spitze nochmal abkappen, damit man sich da nicht verletzen kann. So. Und dann machen wir hier bei 5 cm einen Knick rein. So, einfach nur einen senkrechten Knick. Und dann gehen wir rein mit der Rundzange und biegen uns das hier dementsprechend hier so drumherum, dass wir hier diese Rundung bekommen. Und aufpassen, dass ihr euch den Draht nicht zu sehr kaputt macht, das kann nicht mehr gerne passieren. Und dann könnt ihr quasi mit dem Finger hier so weiter biegen. Ne? Ist jetzt in der Kamera ein bisschen schwerer zu zeigen. Mann, also, ne? Ich verdecke mit meinem Wurschtfinger halt das Bild, ne, wenn ich hier weiter biege. So, so hier geht es im Prinzip ja nur darum, dass wir auch hier wieder eine Klebefläche haben. Ne. Und dann müssen wir das hier so ein bisschen umknicken. Können auch mit der Zange so ein bisschen. So. Ne. Dann sieht das so aus. So. Und jetzt geht ihr hin. Ne, wenn ihr ungefähr wisst, wie euer Baum jetzt stehen soll, sage ich jetzt mal so zum Beispiel. Und dann guckt ihr, wo kommt euer Fotostab hin? Natürlich gerade. Na, dann müsst ihr darauf achten, dass der auch gerade ist, sonst sieht das doof aus. Nö. Und schaut einfach, wo ihr den hinstellen möchtet. Na, also ich muss das jetzt so halten. Na, so, beziehungsweise so. Und dann gucken wir mal, wenn ich jetzt hier die Länge nehme, bei meinem anderen Baum waren es 7 cm. Mal gucken. Ha, haut sogar hin mit 7 cm, seht ihr? Na, also zwischen 7 und 8 cm. Na, gehen wir mal hier auf 8 cm. Und dann habt ihr da euren nächsten Knick drin, euren senkrechten Knick. Und jetzt gehen wir hier ans Ende und machen uns eine große Schnecke. Ne? Also das sieht dann so aus. Oh, ist nicht so schön geworden. Na, also wenn hier diese Schlaufe nicht so schön ist, dann einfach das Ende noch mal ein bisschen abschneiden. So. Und dann
den Fingern könnt ihr dann das Ganze dann hier so aufwickeln. Ne? Wir brauchen ja schon eine relativ große Schlaufe, damit das Ganze auch hält, das Foto. Ne? Soll ja auch ein bisschen stabil sein. So. Wenn euch das Aufgerollte nicht so richtig gefällt, dann einfach ein bisschen zurechtbiegen. Und machen wir mal den Test. Ne? Also ihr könnt das Ganze hier ein bisschen hochbiegen, da dann euer Foto einklemmen und dann hier zusammendrücken. Und dann hält das Foto echt gut. Ne, seht ihr? Also es ist easy peasy, sag ich jetzt mal. Ne, wie gesagt, einfach hier ein bisschen hochdrücken, Foto rein, fertig. Und jetzt müsst ihr das Ganze noch auf eurem Baumstamm befestigen. Ich sag jetzt mal so. Zum Beispiel. Ist mit der Kamera ein bisschen blöd, weil ich sie nicht hinstellen kann gerade. Aber so sieht das dann jetzt gleich aus. Und ich werde das jetzt noch festkleben, das Ganze natürlich. Und das Ergebnis zeige ich euch dann natürlich auch gleich nochmal in den Fotos. Ja, am Ende vom Video zeige ich ja euch immer die Fotos. Deswegen nicht abschalten, dann seht ihr euch, könnt ihr euch das Endergebnis ansehen. Beziehungsweise hier ist ja die andere fertige Version mit den Mini-Perlchen. Ne? Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Und klar, wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos. Und ansonsten würde ich sagen, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und viel Spaß beim Nachbasteln. Bis bald, eure Sarah. Ciao, ciao.